Das ist so der simple Mitgliederbereich. Im Expertenmodus sieht das Ganze natürlich wesentlich individueller aus. Ja, du kannst hier in einem visuellen Bilder das komplett freigestalten und kannst hier nicht nur Videos, Texte und PDFs hochladen, sondern alles, was du hier siehst. Wie gut ist der Mitgliederbereich von Funnel Cockpit? Wir schauen uns an, welche Funktionen er beinhaltet, ob Expertenmodus oder Simpler-Modus für dich geeignet ist, welche Vor- und Nachteile dieser Mitgliederbereich bietet und wie du ihn praktisch einrichtest. Dazu brauchst du auf jeden Fall einen Funnel bei Funnel Cockpit. Ja? Das ist ja eine All-in-One-Plattform. Du kannst damit dein Marketing komplett abbilden mit Funnels, mit E-Mail-Marketing, mit Quiz-Funnels, mit Webinaren und so weiter. Wichtig ist, die Mitgliederbereiche liegen in den Funnels mit drin. Deswegen erstell ein Funnel und dann siehst du, hier gibt es Funnel-Seiten, Mitgliederbereich und den Blog. Ja, und da gehen wir jetzt mal auf Mitgliederbereich und können dort einen neuen erstellen. Und du siehst jetzt hier schon, es gibt zwei Optionen. Entweder in simplen Modus oder einen Expertenmodus. Bei Funnel Cockpit ist es so, dass sie dir die Wahl lassen. Entweder willst du eine einfache Bearbeitung mit einem standardisierten Format oder du willst komplett alles individualisieren, du willst Quizze mit einbauen, du willst da wirklich sehr individuell gestalten, dann empfiehlt sich der Expertenmodus. So, denn wenn du hier auf Mitgliederbereich erstellen drückst, dann wirst du erstmal nach dem Name gefragt und dann nach dem Modus. Ja, simpler Modus zeige ich dir gleich oder Expertenmodus. Und je nachdem, wie du das auswählst, wird dann hier schon ein Mitgliederbereich generiert mit Beispiellektionen, die du dann anpassen kannst. Ich vergleiche jetzt mal beide. Das hier ist der simple Modus. Ja, dort hast du hier wirklich eine sehr schöne Struktur mit Modulen, Lektionen und so weiter. Ja, dort kannst du das Ganze sehr modular aufbauen und kannst das alle Funktionen auch nutzen. Allerdings bist du etwas eingeschränkt von der Bearbeitung. Ja, das hier ist der simple Mitgliederbereich. Und das hier ist der Expertenbereich. Ja, da ist einfach hier komplett freie Wahl. Du kannst das Ganze nicht nur in Lektionen und Modulen unterteilen, du kannst das komplett individualisieren. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie das dann für den Kunde aussieht. Das hier ist der Mitgliederbereich im simplen Modus. Sehr, sehr schön schon aufgebaut. Du hast hier eine Modulübersicht. Der Kunde kann sich durchklicken. Das wird alles automatisiert erstellt. Du fügst dann einfach nur deine Videos, Texte und PDF-Dateien hinzu. Beim Expertenbereich bist du komplett frei. Sieht die Vorlage dann so hier aus, dass du komplett frei individualisieren kannst. Du kannst hier ja das Ganze komplett freigestalten. Ich zeige dir jetzt auch gleich noch die Bearbeitung des Ganzen und dann wirst du den Unterschied erkennen. Hier gibt es auch ein komplett eigenes Menü. Also du bist einfach freier in der Gestaltung, musst aber auch mehr anlegen. Ja? So einen Fortschrittsbalken wie hier musst du dann selber hinzufügen. Auch die Modulübersicht und die ja, diese Auflistung, die ist dann dir überlassen. Ja? Also von daher, je nachdem, wie technisch versiert du bist, empfehle ich in der Regel immer den simplen Mitgliederbereich. Der bietet schon ja, sehr, sehr viel. Und für alle Profis, die dann echt ein eigenes Design wollen, dann gerne mit dem Expertenbereich arbeiten. Ich zeige dir jetzt gleich mal hier, wenn du so eine Lektion bearbeitest, was da alles geht. Also hier auch im simplen Mitgliederbereich geht schon sehr, sehr viel. Also du kannst hier das Ganze zeitgesteuert freigeben. Du kannst hier auch Videos, HTML-Codes hinzufügen. Ja, das Ganze ist hier auch schon voreingestellt. Ein Video kannst du hinzufügen oder halt eine Playlist. Da sogar mehrere Videos. Du kannst eine PDF-Datei hochladen, wo sich die Leute dann das Ganze runterladen können. Du kannst dort unten Kommentare aktivieren, sodass du
einfach ja, einen so sehr soliden Mitgliederbereich hast und ja, eine einfache Struktur, ja, Video, Text, PDF und dann hier die Kommentare. Das ist so ein bisschen der Standard-Online-Kurs und der ist hier schon sehr, sehr schön aufgemacht, ja. Und so kann sich der Nutzer dann durchklicken und kommt hier immer von einer zur nächsten Lektion mit einem sehr schönen Fortschrittsbalken. Das ist so der simple Mitgliederbereich. Im Expertenmodus sieht das Ganze natürlich wesentlich individueller aus. Ja, du kannst hier in einem visuellen Bilder das komplett freigestalten und kannst hier nicht nur Videos, Texte und PDFs hochladen, sondern alles, was du hier siehst. Ja, Fortschrittsbalken, Community haben wir auch mit drin, aber natürlich hier auch Audios. Wir können ein Quiz einbauen, wir können verschiedene Slider einbauen, du kannst Pop-ups integrieren, Webinare, E-Mail-Opt-ins. Also hier bist du einfach komplett frei in deiner Vorstellungskraft und kannst da alles umsetzen, was du willst. Ja? Und kannst dann hier auch die Lektionen und Dateien genauso schieben, wie du es haben willst. Ja, wenn du mehrere PDFs haben willst, dann kopierst du dir halt einfach Elemente und kannst dann so ja, diesen Mittelbereich komplett frei gestalten. Das geht also rein vom Inhalt her. Vom Äußeren her, vom Branding kannst du beide komplett individualisieren. Das schauen wir uns jetzt an. Es gibt nämlich hier noch ein paar andere Punkte, nicht nur die Inhalte, sondern auch Mitglieder. Ja, dort findest du einfach deine ja, Mitglieder, wo es dann darum geht, du siehst dann hier, wer aktiv ist, siehst den Fortschritt, siehst, wann sie sich eingeloggt haben und kannst hier sogar wirklich den kompletten Teilnehmerfortschritt überwachen. Ja? Das ist so ein bisschen die Mitgliederverwaltung und dann haben wir dieses Design. Ja? Das ist übrigens auch gleich. Also die Expertenmodus, Simpler Modus unterscheiden sich wirklich nur in der Modulbearbeitung Mitglieder und Layout. Das ist komplett gleich. Ja, das siehst du hier, dass da dieselben Optionen verfügbar sind. Nur hier kannst du die Startseite halt nicht bearbeiten. Beim Expertenmodus ist das komplett individualisierbar. Aber du wählst jetzt hier dann einfach dein Layout, was du haben willst. Du siehst auch schon, hier haben wir das individualisiert mit unserem Logo, mit unserem Datenschutz und so weiter. Kannst du dein Branding hier komplett individualisieren. Kannst hier die Hintergrundfarbe wählen, kannst ein Bild einfügen und hier erscheint dann einfach der Mitgliederbereich innen drin. Das Branding kannst du hier komplett individualisieren. Genau dasselbe gilt für die Login-Seite, Dankesseite, Startseite und für die Kein-Zugriff-Seite, weil das Tolle ist, du musst verstehen, es gibt hier einen Mitgliederbereich für all deine Produkte. Also hier könnte zum Beispiel Produkt 1 stehen, Produkt 2, Produkt 3, Produkt 4. Und wenn dann jemand darauf klickt, ja, und er hat keinen Zugriff, kannst du eben mit dieser, hey, kein Zugriff-Seite sagen, hier, entweder log dich ein oder kauf hier noch einen Zugang. Ja, und dann auf das entsprechende Digistore-Produkt verweisen. Und so bekommst du auch Cross-Sells in deinem Mitgliederbereich hin. Das Schöne ist halt echt, du brauchst nur einen Mitgliederbereich für all deine Kurse. Und deswegen ist das auch sehr kostengünstig, weil du hast hier gewisse Levels. Ja, Level 1 ist halt mit einem Digistore-Produkt verknüpft und Level 2 ist dann mit einem anderen Digistore-Produkt verknüpft. Und das wiederum stellst du dann hier in den Modulen ein. Und dann siehst du ja, hey, Level 1, Level 2. Ja, diese Lektion soll beiden freigeschalten werden. Und so kannst du das dann komplett individualisieren. Ja? Das ist das Tolle an den Levels. Ja? Und sonst brauchst du hier noch den Zahlungsanbieter, der da eingestellt wird. Digistore24 ist da in der Regel aktiv. Dort kannst du festlegen, wie das Passwort vergeben wird. Ich empfehle da, Passwort wird automatisch generiert. Ja, ansonsten kannst du auch Copecard, Elopage, Filicon, PayPal oder Stripe aktivieren. Und wir wissen auch von Dennis, dem Geschäftsführer von Final Cockpit, dass bald ja, Bestellformulare individualisiert werden können und auch eigene Zahlungsanbieter da in Arbeit sind. Also hier wird noch sehr, sehr viel
kommen in Zukunft. Ja, und dann hast du halt diese Levelgruppen, kannst auch E-Mail-Tags setzen, sodass du hier einfach dann Automationen auslösen kannst, ja, die passende E-Mail-Serie zum Kurs. Und das schauen wir uns auch an, wenn ich das E-Mail-Marketing-System erkläre, wie das funktioniert. Dazu klick mal oben im Video auf unser E-Mail-Marketing-Tutorial, wenn dich das interessiert. Dort findest du dann alle Erklärungen dazu. Aber hier ist das Schöne halt alles in einer Plattform. Ja? Du hast den Mittelbereich hier, du hast das E-Mail-Programm hier und das CRM-System, mit dem du dann halt gewisse Dinge automatisieren kannst, Support automatisieren kannst und so hast du halt dann wirklich keine Schnittstellen, sondern alles in einem System. Und das sehen wir dann auch hier, E-Mail-Marketing gibt es dann verschiedene Benachrichtigungen, die du schon automatisiert raussenden kannst. Und die werden dann auch individualisiert abgeschickt. Ja, das zu den E-Mail-Integrationen. Und dann gibt es noch so ein paar Extras, wie zum Beispiel Zertifikate. Da kannst du dann automatisch eine PDF-Datei erstellen, die per E-Mail abgeschickt wird, sobald der Kurs durchgearbeitet wurde. Auch ein sehr cooles Feature. Und wenn die zeitgesteuerte Freigabe aktiviert ist, kannst du hier dann noch eine eigene Seite erstellen. Hey, dein Inhalt wird erst in 3 Tagen freigeschalten und dann kannst du das auch unter Layouts komplett individualisieren. Ja? Und da läuft dann hier schon so ein Timer runter, der komplett automatisiert angezeigt wird. Ja? Sehr, sehr coole Features, sehr coole Automatisierung und so funktioniert das mit dem Mitgliederbereich bei Funnel Cockpit. Entscheide dich jetzt zwischen simplen und Expertenmodus. Ja? Wie schon gesagt, ich würde mit dem simplen Modus starten und wenn du individualisieren willst, kannst du dann immer noch auf den Expertenmodus upgraden. In dem Sinne, welche Mitgliederbereichsoftware nutzt du? Hast du Fragen zu dem Mitgliederbereich von Funnel Cockpit, dann schreib sie unten in die Kommentare und ja, gerne auch Anregungen, was dich noch interessiert an dem Tool, dann machen wir da ein weiteres Video dazu. Wenn dir das Video geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und natürlich den YouTube-Kanal abonnieren, um weitere solche Videos mitzubekommen und um uns zu unterstützen. Außerdem haben wir einen Funnel Cockpit Spezialdeal. Da kriegst du auch mehr Leistung für diesen Preis. Kannst du dir sichern unter dem Link in der Beschreibung und dann check Funnel Cockpit aus, test es für 1 € und du kannst dort einen Mittelbereich anlegen und dein Wissen digitalisieren. Wenn dich dazu ja auch unsere Expertise interessiert, können wir auch gerne einen Beratungstermin machen, wo wir dann einfach mal schauen, was dein Konzept ist und wie wir das Ganze digitalisieren können. In dem Sinne, viel Erfolg mit deinem Online-Business. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.